Urologische Operationen mit dem Da Vinci-Roboter. Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Operierend ist Präzisionsarbeit. Je genauer die Instrumente geführt werden, desto schneller sind Sie als Patient wieder auf dem Damm. Das gilt auch in der Urologie. Deshalb setzen Operateure immer häufiger einen Roboter ein. Das sogenannte Da Vinci-System ist eines der modernsten Operationssysteme der Welt. Bei mir ist Dr. Christopher Netsch. Er ist Oberarzt der Abteilung für Urologie an der Asklepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie Zeit haben, ja, Dr. Vielen Netsch. Vielen Dank für die Einladung. Bitte sagen Sie mir erst einmal, für welche Krankheitsbilder kommt Da Vinci bei Ihnen in Frage? Also mit dem DaVinci äh, Roboter-System kann man im Prinzip alle sogenannten traditionellen äh, Operationen, Schnittoperationen, die wir in der Urologie durchführen, ersetzen. Also sprich äh, das Prostatakarzinom, den Prostatakrebs, den Blasenkrebs, Harnleiteroperationen, Nierenoperationen sind äh, prinzipiell alle mit dem DaVinci-System möglich. Und lassen sich im Prinzip die offene oder die laparoskopische lassen sich mit dem System ersetzen? Ja, also vielleicht nochmal so zur Unterscheidung. Also die offene ist, man macht einen ordentlichen Schnitt genau. und sieht hinein. Genau. Die laparoskopische ist durch Schnitte in der, in der, genau. In der, da der Haut. Genau, da werden kleine Schnitte in der Haut gemacht und dann werden Instrumente eingeführt und darüber dann die entsprechenden Organe präpariert, entfernt oder oder dann eben rekonstruiert. Und mit dem Da Vinci-System ist es im Prinzip eine Weiterentwicklung der Laparoskopie. Ähm, auch da werden Instrumente über kleine Schnitte eben in den Körper eingebracht, aber die äh, Steuerung ähm, erfolgt dann quasi über ein Computersystem. Was die ganze Sache natürlich, den, die ganze Operation genauer macht, äh, Berührung, also zitterungsfrei macht. Und dadurch ist man im Endeffekt präziser beim Operieren. Ähm, damit wir uns das nochmal vorstellen können. Also, ich glaube, ähm, das ist so ein System, das hat, glaube ich, drei Arme und einen vierten. Es hat im Prinzip sind vier Arme. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ein sogenanntes Master-Slave-System. Der Begriff Roboter ist ja im Prinzip. Falsch, weil der, dieses System führt nur das aus, was ich dem Roboter befehle. Also er sitzt meine Handbewegungen, die ich an diesem, äh, an der Konsole durchführe, setzt dann der Computer in die Bewegung um. Das heißt, es der macht nur das, was ich tue, nicht mm. mehr und nicht weniger. Also Sie programmieren ihn nicht und dann läuft ein Programm genau. ab. Und ähm, genau, alle so schreien dann. halt und er lässt ja. ihn nicht stoppen. Also das ist genau, überhaupt nicht das Ding, genau. sondern... Er macht ähm, nur das, was ich tue. Das heißt, er übersetzt Sie sozusagen. Genau, das ist wie so ein Storchenschnabel, wenn man so will, wenn Sie das vielleicht noch kennen aus der, aus der Kindheit. Genau das tut... Auf einem höheren Niveau natürlich, auf einem erheblich höheren Niveau eben der Da Vinci-Roboter. Genau. Wobei ja der Unterschied ist, ich sag mal so, zwischen Ihren Händen, die, die Handgelenke sind ja, ja nicht so beweglich, glaube ich, wie Da ja. Vinci an seinen genau. Handgelenken beweglich genau. ist. Genau. Das heißt also, wenn Sie sagen, Sie sind präziser, heißt das, Sie können dann in Ecken reinkommen, in die man sonst nicht gekommen wäre früher? schon man kommt also in diese Ecken eben rein vor allen Dingen halt leichter rein also man kommt mit der traditionellen Operation beispielsweise beim Prostatakrebs kann man genauso gut operieren, aber äh, man muss halt äh, eine deutlich höhere Expertise haben, man muss sich äh, andere Maßnahmen zur Hilfe machen, man muss dann äh, äh, einen zweiten Assistenten am Tisch haben, der möglicherweise dann am Organ so zieht, dass man genau in die Ecke reinkommt und das ist einfach viel atraumatischer, also viel auch äh, einfacher dann für den Operateur eben in die kleinsten Ecken halt eben reinzukommen und das ist bei der traditionellen Operation ähm, wird halt viel viel mehr Erfahrung und Expertise dann noch verlangt ähm, und da hilft einem der Da Vinci halt ungemein. Ja, ich glaube, Sie sehen auch viel mehr, oder? Als ja, Schmerzen durch die Vergrößerung sehe ich natürlich viel mehr. Gerade beim Prostatakrebs mhm. ist es ähm, ist es ist der Nerverhalt und also der Potenzerhalt, also der, der Erhalt der Erektionsfähigkeit in Patienten ja sehr wichtig und das ist mit dem Roboter eben deutlich leichter, eben das zu erhalten als mit der offenen Operation. Ja, genau, bei ähm, der Prostata, da ist ja immer das Thema, ähm, was wird aus der Kontinenz, was wird aus der Erektion? Genau. Genau, wo sind da die Verbesserungen im, Be im Vergleich? Also man zu den sieht anderen? halt genauer, man sieht halt genauer eben durch die Vergrößerung die, die Schichten, ähm, diese, diese Nerven, die auf der Prostata laufen, kann man halt durch die Achtfachvergrößerung halt deutlich besser sehen. Und die Kontinenz, äh, der Kontinenzerhalt ähm, geht im Prinzip einher mit dem Erhalt der Erektionsfähigkeit, weil man eben weiß, aus, aus vielen Studien weiß, dass äh, die Erektionsnerven auch eine Rolle spielen bei der Kontinenz. So dass äh, man natürlich Je besser man die Nerven erhalten kann, man auch damit rechnen kann, dass die Kontinenz eben deutlich höher ist. Ja, wozu denn dann noch eine Operation, meinetwegen laparoskopisch? Oder wenden Sie nur noch Da Vinci an? Also, wir haben uns dafür entschieden, die Operationen, die möglich sind, halt äh, mit dem Da Vinci-System äh, durchzuführen. Und wo es natürlich der pragmatische Ansatz, wo es halt Sinn macht, es macht keinen Sinn, bei Patienten, die x-fach am Bauch vorpariert sind, die zu versuchen, mit dem Da Vinci-Roboter zu operieren, weil man sehr viel Zeit bei diesen Patienten eben dann dafür aufbringen muss, um Verwachsungen zu lösen. Und das ist dann über die traditionelle Art, also über eine offene Schnittoperation eben ähm, leichter, sage ich mal. Aber das ist ein, ein, ein kleiner Teil der Patienten, macht das nur aus. Und ähm, also wir haben jetzt über die Prostata ja. selber geredet beim Prostatakrebs, aber da müssen ja glaube ich auch noch andere Dinge raus. Es geht noch um Lymphknoten vielleicht genau. auch und spielt da da Vinci eine Rolle? Genau, also man, beim Prostatakrebs wird die Prostata mitsamt der Samenblasen ähm, äh, entfernt und danach die Harnblase wieder an die Harnröhre genäht mhm. und anschließend oder davor, mhm. je nachdem in welcher Reihenfolge man das eben durchführt. Werden, äh, werden die regionären Lymphknoten, also die Lymphknoten, die äh, von der Prostata äh, versorgt werden, werden halt eben entfernt und das wird dann eben auch mit dem Roboter durchgeführt. Mhm. Ähm, woran merkt der Patient, dass er mit so einem präziseren Arbeitsmittel zu tun hatte? Also wir haben das jetzt noch nicht wissenschaftlich untersucht, aber gefühlt, ist es tatsächlich so, ist unser Eindruck, dass die Patienten deutlich weniger Schmerzmittel brauchen, mhm. ähm, was ähm, sicherlich daran liegt, dass man weniger Bewegungen macht bei der Operation. Man muss sich ja vorstellen, man hat kleine Öffnungen im Körper und diese, ähm, diese, über diese kleinen Öffnungen werden Geräte bewegt. Und wenn man traditionell laparoskopiert, ähm, werden die viel mehr durch den Operateur, allein durch die, durch die, ähm, durch das Zittern des Operateurs bewegt, ähm, und durch das Zittern des Assistenten. Ähm, als bei dem Da Vinci, weil die Arme mehr oder weniger fixiert sind, die Richtung in der man operiert, ist vorgegeben und die die freie Bewegung in der Bauchdecke von den Trokaren, also diesen, diesen Geräten, mit denen man zu den Organen auf die Organe zu operiert, ist viel geringer und äh, wir denken, dass das ein grund ist, warum die patienten deutlich geringeren schmerzmittelverbrauch haben. in der regel gehen patienten bei uns nach zwei bis drei tagen nach hause nach großen operationen. wenn die patienten eben nach fünf oder sieben tagen nach hause gehen, also ja, und wahrscheinlich auch weniger blutverlust oder genau. Also weniger Blut? Der Blutverlust, auch das ist was natürlich durch die Schnittoperation. Das ist halt, ist bei einer großen Schnittoperation einfach eigen. Da kann ich machen, was ich will. Wenn ich einen großen Bauchschnitt habe, verliere ich natürlich, ob ich, da kann ich machen, was ich will. Allein durch den großen Zugang beim Eröffnen des, des Bauches verliere ich ja schon Blut, was mir einfach durch, den kleinen, durch diese kleinen Zugänge eben erspart bleibt. Ja, und Sie haben ja auch schon angedeutet. Ähm Sie sind frischer. Und ja. bei einer langen OP äh, ja. ist das ja auch schön zu wissen als Patient, der ja. man da so schlummert, ja. ähm, dass der Operateur auch am Ende ja. äh, noch frisch ist, oder? Ja, das ist so. Das ist tatsächlich so. Also es macht auch das macht einen Unterschied. Das merkt gerade der Operateur, der, wenn man viel vorher Laparoskopiert hat, ähm, man ist nach der Operation nicht so verspannt. Man mhm. kann auch während der Operation ähm, abtreten. Der macht nichts, dieser, dieser Roboter macht ja nichts. Äh, äh, wenn man das Gerät nicht aktiv bewegt, mhm. macht es nichts. Das heißt, man kann die Finger von den Instrumenten nehmen und sich einfach mal für eine Sekunde entspannen. Mhm. Ähm, und das ist schon ein deutlicher Vorteil gegenüber, äh, gegenüber anderen Operationsmethoden, wo man dann doch manchmal in verkrampfteren Positionen steht, um an schwierigen Stellen weiter zu operieren. Und ähm, das sehen wir halt auch als Hauptvorteil dieses Systems. Ähm, aber es hat sicherlich auch irgendwo seine Grenzen. Also Sie sagten ja vorhin schon, Verwachsungen lieber nicht. Ähm, gibt, es, äh, gibt es bestimmte äh, Krankheitsbilder, die Sie dann doch nicht äh, mit dem Da Vinci machen würden? Also äh, wo es halt äh, wieder der pragmatische Ansatz, wo es halt wirklich überhaupt keinen Sinn macht, dass ein Patient einen Nierentumor hat, der 25 Zentimeter groß ist, da macht es natürlich keinen Sinn, mit kleinen Zugängen zu versuchen, diese Niere zu entfernen. Mhm. Das macht halt keinen Sinn. Da würde man wieder zur traditionellen Methode greifen und einen größeren Schnitt, mhm. ähm, einen größeren Schnitt nehmen, weil dieses Organ muss ja irgendwie geborgen werden. Ähm, und ähm, das wäre dann einfach, dann einfach eine, eine akademische Fingerübung, aber würde dem Patienten ja nicht helfen, mhm. in dem Fall, wenn man das versuchen würde, mit Da Vinci zu operieren. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass man doch die Grenzen dessen, was man mit dem System operieren kann, immer weiter verschiebt. Also, ähm, früher hat man ja auch gedacht, dass man den Blasenkrebs, also die, ähm, die komplette Entfernung der Harnblase und der Prostata beim Blasenkrebs, eben nicht mit dem Da Vinci operieren kann. Aber auch das wird mittlerweile ja durchgeführt und sicher durchgeführt. Ist das so der Weg? Also immer mehr hin zu zumindest mal roboter unterstützter operation ich denke das wird der trend sein der wird sich auch nicht aufhalten lassen ähm, aber wo der zug hinfährt denke das werden die die nächsten 20 jahre zeigen ich denke dass die computerunterstützung ähm, noch mal zunehmen wird insbesondere das bildgestützte operieren dass wir eine fusion während der operation haben von ähm, computertomografischen Bildern, Kernspinnenbildern und dem Bild, was ich bei dem Da Vinci in 3D auf dem, auf dem kleinen Monitor sehe. Mhm. Ähm, ich denke, da wird der Trend hingehen, dass man während der Operation sieht oder man eine Verschmelzung hat, äh, dass man wirklich diese virtuelle Realität, Augmented Reality, dass man die während dem Oper Operieren dann halt wirklich, wirklich hat und noch präziser operieren kann mhm. äh, und das Gewebstrauma äh, so, so gering wie möglich zu halten. Genau. Wenn ähm, jetzt aber dennoch ein Patient sagen würde, nein, also ähm, ich habe Angst davor, mir ähm, ist das suspekt, ähm, kann er dann sagen, da Vinci nein? Auf jeden Fall. Also dann ja. kann man das natürlich immer noch konventionell operieren. Ist überhaupt kein Problem. Mhm. Kann man machen. <laughs> Sie, Sie, Sie würd, aha. Das heißt, Sie würden Ihrem Patienten dann schon empfehlen, nimm Da Vinci? Ja, es ist, am Anfang steht natürlich die Beratung, steht natürlich immer die individuelle äh, Konstellation des Patienten. Nimmt der Patient blutverdünnende Medikamente? Ähm, wie oft wurde der Patient operiert? Äh, waren da schon mal Allgemeinschurken an dem Bauch dran? Wurde an dem Organ, was wir operieren wollen, schon mehrfach operiert? Und wenn man dann alles zusammennimmt, wird dann klar, man kann das machen, es macht Sinn oder es macht eben keinen Sinn. Und das muss man dann, finde ich, individuell mit dem Patienten halt immer besprechen. Man sollte halt nie versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und sagen, wir machen das jetzt so mhm. oder so, sondern das ist halt natürlich immer eine individuelle Beratung mit dem Patienten mhm. nach, der, nach der bestmöglichen Behandlungsmethode. Vielen Dank für das Dankeschön. interessante Gespräch. Danke. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.